Was wäre die Mercedes Fashion Night in Zwickau ohne die große Abschlussshow? Verbunden mit der Verleihung des Fashion Night Awards. In diesem Jahr gab es neben dem Publikumspreis auch noch den Jury Award. Aber ehe es um 20 Uhr losging, mussten die Gäste erst einmal über den roten Teppich. Viele von ihnen, vor allem die weiblichen Gäste, waren voller Erwartungen auf den Stargast des Abends, Rurik Gislason. Und der fühlte sich offensichtlich sehr wohl in Zwickau. Sehr nice. Also ein kleiner Start würde ich persönlich nicht sagen. Also ich komme aus Island. Wir haben 350.000 Einwohner, sogar im ganzen Land. Hier haben wir was, 100.000 im Zwickau. Aber die Leute hier sind richtig, richtig, ja, die haben mich sehr, sehr so warm, heißt das, gewelcomed, ein englisches Wort mit begrüßt. Ja, jeder behandelt mich hier sehr, sehr gut. Ich fühle mich hier auf jeden Fall wohl. Ich bin froh, dass ich hier sein darf. Sie werden heute Juror sein. Wir haben ja gelesen, Sie haben mittlerweile, Sie modeln, haben eine eigene Modemarke. Und ich glaube, Sie werden heute überrascht sein, was hier Studenten auf die Beine stellen seit vielen Jahren. Und ich glaube, das ist wichtig für so eine Stadt wie Zwickau. Vielleicht für Sie, Zwickau war für die Bekleidungsindustrie zu Hause. In DDR-Zeiten ist ja die ehemalige DDR. Da sind Sie zu jung, um das zu wissen. Aber ich glaube, das ist ganz wichtig, dass die Mode lebt. Oh, auf jeden Fall. Und es ist immer sehr nice, also junge Leute und Young Designer zu verfolgen. Die haben so ganz frische Ideen und ich freue mich sehr auf was ich heute sehen werde. Also ich freue mich sehr. Ich bin froh hier zu sein und wegen Fashion. Fashion ist, ja, wir müssen. We have to grow fashion. Ich freue mich. Und also ich hoffe, dass ich hier bin, dass ich auch die Young Designers ein bisschen unterstütze. Und die müssen an sich selber glauben und seine Träume verfolgen. Und ich glaube, ich bin ein okay Example. Einfach, wenn du Ja sagst und wenn du neue Sachen probierst und dein Bestes gibst, dann kann viel passieren. Und ich werde die Leute, die Young Designers heute hier auf jeden Fall sagen, dass sie sollen seine Träume verfolgen und stark sein, Selbstbewusstsein sein. Die werden viele Nein bekommen von Leuten, aber bleibt dran und dann am Ende passiert was. Einen schönen Abend und danke, dass Sie hier sind. Danke, dass ich hier sein darf. Dankeschön. Ja, Randy, du bist ja heute ein kleines bisschen verblasst neben diesem anderen Mann, aber nichtsdestotrotz wirst du heute auch deine wichtige Rolle spielen hier als Juror. Ich gehe davon aus, davon hat man mich gebucht und ich freue mich schon riesig drauf. Also es wird bestimmt eine schicke Veranstaltung. Matthias, zurückschauend auf den Tag, also wir haben es erlebt, es waren ganz viele Leute in der Stadt, es waren hier ganz tolle Schauen, die Leute sind geströmt, also wieder alles richtig gemacht? Ja, also ich muss wirklich sagen, wir sind begeistert von dem Zulauf. Von der ersten Show an ging es super los und ich bin auch begeistert von der Innenstadt, denn wir waren heute ziemlich viel unterwegs, eigentlich seit 12 Uhr, auch mit Rurik zusammen und in den Arkaden war was los, hier war was los, der Hauptmarkt war gefüllt und das wünschen wir zwei, wir sind ja stellvertretend dafür, dass in Zwickau was passiert. Sowas müsste viel öfter sein und das ist eine coole Geschichte und jetzt freuen wir uns einfach mal, bin echt gespannt, wie die Show heute Abend wird, vor allem auf die Urteile von den zwei Jungs, weil ich glaube, sie werden ganz oft das aussprechen, was vielleicht die Leute im Saal denken, sich aber vielleicht nicht getrauen werden, aber er sagt das dann schon. Randy, du wirst die Wahrheit sagen. Ja, was heißt die Wahrheit? Ne? Ehrlichkeit währt am längsten und damit, man muss halt noch wissen, wie man es rüberbringt, aber ich denke schon, wir reden ja nicht von irgendwelchen. Ich denke schon, dass sie, auch wenn sie Newcomer sind, aber doch professionelles Handwerk anlegen. Und ich bin echt gespannt, was sie da abliefern. Und ich denke schon, dass wir das bewerten können. Und das ordentlich mit einem kleinen Fachauge aus unserer Sicht. Wir halten von der Kamera fest. Schönen Abend. Danke. Danke. Dann gab es die Vorstellung der Juroren. Neben den bereits erwähnten Männern Rurik Gislason und Tätowierer Randy Engelhardt war in diesem Jahr die ursprünglich aus der Mongolei stammende Designerin Sarul Fischer die dritte im Bunde.
Und dann ging's scharf. Den Zuschauern und Juroren wurden 7 Abschlusskollektionen der Bachelor- und Master-Absolventinnen der Westsächsischen Hochschule Fakultät Angewandte Kunst Schneeberg präsentiert. Wie schon in den Jahren zuvor war die Bandbreite der Kollektionen breit gefächert. Da war alltagstaugliche Mode zu sehen, es ging aber auch um Nachhaltigkeit und auch Uniformen waren zu sehen. Nach jeder der 7 Präsentationen nahm sich die Jury Zeit, etwas dazu zu sagen. Ganz nebenbei plauderten die Moderatoren des Abends, Tina Wojnowski und Philipp Richter, mit den Mitgliedern der Jury und die Gäste erfuhren mehr über deren Leben. Nach einem Kurzdurchlauf stand schnell fest, der Jurypreis geht in diesem Jahr an Jessie Fritsche. Mit ihrer Kollektion Slow Take konnte sie vor allem wegen der Nachhaltigkeit der Modelle überzeugen. Überglücklich nahm die junge Frau den Award entgegen, der mit einem Preisgeld von 1.000 Euro verbunden war. Herzlichen Glückwunsch zum Award. Und du warst ja nicht das erste Mal dabei und du hattest den Mut, nochmal zu starten. Ja, hatte ich. Und es freut mich auch sehr, dass es jetzt geklappt hat und bin ich sehr dankbar für. Wir haben die Bilder gesehen oder die Models haben ja deine Kleidung getragen. Was war die Inspiration nochmal für unsere Zuschauer? Ja, also ich habe mich ein bisschen inspirieren lassen in nachhaltigen Design und auch Slow Fashion, um einfach eine nachhaltige Kollektion zu entwickeln, die nicht nur durch nachhaltige Stoffe besticht, sondern auch durch ihr Design. Genau. Wie geht's jetzt weiter? Was nimmst du dir vor? Wo möchtest du noch hinkommen? Also ich möchte auf jeden Fall weiter an den Kollektionen arbeiten und auch weiterentwickeln, auch für die Industrie vielleicht was entwickeln. Und deswegen hoffe ich, dass ich dann irgendwo in einem Modeunternehmen vielleicht lande oder auch selbstständig werde. Und ja, darauf freue ich mich. Dann war das Publikum gefragt. Der mit ebenfalls 1.000 Euro dotierte Publikumspreis ging an Laura Meinecke. Mit ihrer Kollektion New Lace gab's da wohl diesen Wow-Effekt. Wie man Spitze in alltagstaugliche Kleidung einarbeitet, das war schon eine kleine Meisterleistung. Am Ende standen dann alle Macher und Unterstützer noch einmal auf dem Laufsteg des Bürgersaals und das Publikum zollte dem gelungenen Event jede Menge Beifall.